Hallo Kackbratzen. Wer Horrorspiele aus dem fernen Japan liebt, der kommt um die Werke von Kenji Ino einfach nicht herum. Sein Erstlingswerk Gi, das zunächst 1995 für das 3DO und ein Jahr später auch für die PS1 und Sega Saturn veröffentlicht wurde, war ein durchschlagender Erfolg, was vor allem auf seinen ausgeprägten audiovisuellen Stils und seiner Atmosphäre zurückzuführen war und nicht wegen des Gameplays, das quasi faktisch nicht vorhanden war. Kenji Ino war der damalige David Cage, allerdings mit einem noch viel größeren experimentellen Geist und einem weniger egozentrischen Gehabe, was aber nicht bedeutet, dass Kenji eine einfache Persönlichkeit war. Eine Sache, die einem wirklich sauer aufstoßen kann, ist, wie Sony mit ihm umgegangen ist. Als sein großartiges Die für die PlayStation veröffentlicht werden sollte, versprach Sony eine Erstauflage von ca. 100.000 Exemplaren. Am Ende wurde aber nur ein Drittel in den Handel gebracht. Das gefiel Kenji verständlicherweise überhaupt nicht und dachte sich einen kleinen Racheplan aus. Als er 1996 auf der PlayStation Expo mit Enemy Zero sein neues Spiel vorstellen wollte, kam es zu einem kleinen Eklat, denn gerade als der Trailer zu Ende ging und groß und mächtig das PlayStation-Logo gezeigt wurde, verwandelte es sich in das Sega Saturn-Logo. Enemy Zero sollte exklusiv für die Konsole aus dem Hause Sega erscheinen und nicht für die PlayStation. Sega Saturn! Das Tohuwabohu auf dem Sony-Event könnt ihr euch vermutlich vorstellen. Dies sorgte in der japanischen Spielebranche für großes Aufsehen. Unnötig zu erwähnen, dass Kenji seinen Ruf als jemand, mit dem man nur schwer zusammenarbeiten kann, nur noch bekräftigte. Er riss alle Brücken ein und ging nun Hand in Hand mit Sega. Allerdings nicht allzu lange, denn nach dem Release von D2 verschwand Kenji von der Bühne und sollte erst 2009 wieder ans Tageslicht treten, als er Yumi in the Cubes für die Nintendo Wii veröffentlichte. Leider verstarb er im Jahr 2013 allzu früh an einem Herzanfall. So, jetzt atmen wir mal tief durch und wischen uns auch die Tränen weg, denn heute geht es um eines der besten Horrorspiele, das ihr vermutlich nie gespielt habt. Enemy Zero ist wohl das interessanteste Spiel, das Kenji Ino überhaupt veröffentlicht hatte, denn es umfasst eine ganz eigene und einzigartige Interpretation des damals aufkeimenden Survival-Horror-Genres und man schaffte eine unheimliche Atmosphäre, bei denen ihr euch mit aller Sicherheit einschiffen werdet. Zu schade, dass sich das Spiel so unheimlich mühsam spielen lässt. Die Geschichte als auch das Setting erinnern an Ridley Scotts Alien. In einer unbestimmten Zukunft ist das Raumschiff Aki auf dem Heimweg zurück zur Erde, als ein Notfallalarm unseren Protagonisten aus dem Kryoschlaf erweckt. Die Pilotin Laura Lewis hat das rasche Erwachen nicht ganz so gut aufgenommen und leidet nun an einem kleineren Gedächtnisverlust und befindet sich noch total neben der Spur, als hätte sie die letzte Nacht durchgesoffen. Als sie versucht, die anderen Besatzungsmitglieder zu kontaktieren, muss sie leider feststellen, dass das Kommunikationssystem des Schiffes im Eimer ist. Nur den Schiffsmechaniker kann sie erreichen, allerdings ist der Ton nicht vorhanden und so muss sie zusehen, wie ihr Kollege von irgendeiner unsichtbaren Macht bestialisch ermordet wird. Laura muss nun nicht nur herausfinden, wie dieser blinde und unsichtbare Passagier auf das Schiff gelangt ist, sucht nach anderen Besatzungsmitgliedern und muss natürlich auch um ihr eigenes Überleben kämpfen. Enemy Zero wurde damals auf 4 CDs ausgeliefert. Diese waren bis Oberkante Unterlippe vollgepackt mit vielen vorgerenderten Grafiken, einem aufwendigen Soundtrack und einer komplett vertonten Besetzung. Für die damalige Zeit war es ein riesiges Spiel, allerdings nicht unbedingt was die Länge betrifft, sondern eher in Bezug auf die Datenmenge. Rein technisch gesehen sind auch nur 3 CDs zum Spielen nötig. Auf der ersten Silberscheibe befindet sich lediglich das bombastische Intro, ein kleiner Teaser-Trailer und das eher komplett vermurkste Tutorial des Spiels. Wer sich nun den Trailer angeschaut hat, könnte vom Spiel einen komplett falschen Eindruck erlangen. Mit seinem aufgepumpten Techno-Soundtrack und den schnellen Schnitten könnte man annehmen, dass es sich bei Enemy Zero ebenfalls um einen actiongeladenen Titel handelt. Allerdings ist das überhaupt nicht der Fall, denn bei dem Spiel handelt es sich um eine Horrorgeschichte mit einem komplett gedämpften Soundtrack, einem eher langsamen Spiel- und Spannungsaufbau und mit bewusst kompliziert und schwierig gestalteten Kämpfen, denen man so gut es geht aus dem Weg gehen sollte. Attention! Attention! This ship's emergency mode.
has now been activated. Auf billigen Nervenkitzel wurde aus gutem Grund bewusst verzichtet. Was den langsamen Spannungsaufbau und somit die Atmosphäre angeht, wirkt sich das zumindest teilweise positiv auf das Spiel aus. Man hat zudem so viel Liebe und Detail in die Gestaltung der Videoclips und einzelnen Räume des Raumschiffs gesteckt. Die kleinen Filmchen, die in einigen Schlüsselmomenten abgespielt werden, oder wenn Laura einen neuen Ort betritt, dienen nicht immer dazu, um die Story voranzutreiben, sondern sind essentiell für den Spannungsaufbau. Im Raumschiff ist es still und einsam, was ein dichtes Gefühl der Verlorenheit und des Unbehagens erzeugt. Die erdrückende Stimmung wird ab und zu mit ein paar Begegnungen mit Aliens aufgelockert, deren Tête-à-Tête jedoch auch sehr blutige Nebenwirkungen haben können. Insgesamt ist die Stimmung aber stets angespannt und erzeugt eine packende Angst, deren Essenz so sehr an die Spiele erinnert. Selbst die Jumpscares, wenn man sie so überhaupt nennen darf, sind sehr stimmungsvoll in Szene gesetzt worden. Alles geschieht mit sehr viel Bedacht und so verursacht Enemy Zero einen sehr nachhaltigen Horror. Und das gilt leider auch für das Gameplay, denn das ist leider sehr, sehr, sehr schrecklich gelungen. Gespielt wird in der Ego-Perspektive, wobei man sich dabei immer in vorgerendeten Bühnen bewegt. Sehr viel Gameplay darf man allerdings nicht erwarten. Meistens läuft es auf zwei Dinge hinaus. Entweder sucht man nach einer Art Schlüsselkarte oder einem Passwort, das euch Zugang zu anderen Räumen gewährt, oder man muss einen Computer bedienen. Und jedes Mal, wenn man eine dieser Maschinen benutzt, quält einen das Spiel mit den immer gleichen und langsamen Startsequenzen. Danach gibt es leider auch nicht sehr viel zu tun. Man kann andere Besatzungsmitglieder anrufen, was in den meisten Fällen nicht funktioniert, aber es ist die einzige Möglichkeit, um die Handlung voranzutreiben. Laura, sensors are detecting a life force on level 1. Gelegentlich gilt es, einen Satz von Daten zu lesen und manchmal muss man sogar einen Schlüssel finden, bevor man überhaupt einen Computer benutzen kann. Und das alles macht überhaupt keinen Spaß. Es gibt nur wenige Sequenzen, die man als echtes Puzzle bezeichnen kann. Das Bewegen mit einem Steuerkreuz ist im Allgemeinen langsam und umständlich. Wer einen Saturn 3D-Controller sein eigen nennt, kann sich wenigstens über eine präzisere Steuerung freuen. Das macht zwar das Navigieren durch die Korridore immer noch langweilig, da praktisch alle Flure und Lüftungsschlitze in diesem Raumschiff gleich aussehen, aber es bereitet zumindest weniger Schmerzen. In diesen Korridoren hat man zudem kaum eine Vorstellung davon, wohin man als nächstes gehen muss, sodass man sich leicht verlaufen wird. Die einzigen, die sich darüber freuen, sind die gehässigen Aliens, die nur darauf warten, dass man einen falschen Schritt macht. Eine direkte Begegnung mit den unsichtbaren Kreaturen kann und wird für unsere Laura zu 100% tödlich enden. Die einzige Möglichkeit, sich gegen die Außerirdischen zu verteidigen, sind akustische Hinweise, was zumindest eine interessante Idee ist. Laura trägt einen Ohrhörer, der Pings abgibt, wenn sich ein Feind in der Nähe befindet. And get the machine that goes ping! And get the most expensive machines, in case the administrator comes. Langsame und tiefe Geräusche weisen darauf hin, dass sich ein Alien direkt in der Nähe befindet, aber keine unmittelbare Gefahr darstellt. Je schneller und höher die Tonhöhe, desto näher kommen die Feinde. Zunächst besteht eure einzige Möglichkeit zu überleben darin, den Gegnern so gut es geht auszuweichen. Später erhält man aber auch Zugriff auf eine Energiewaffe, die jedoch schwierig zu verwenden ist. Nichts in diesem Spiel ist einfach. Durch das Drücken der A-Taste muss man diese Kackwaffe erstmal aufladen, bevor man überhaupt einen Schuss abfeuern kann. Allerdings darf man die Taste aber auch nicht zu lange drücken, da die Waffe sonst überhitzt. Und nach jedem zweiten Schuss müssen die Energiewaffen an einer entsprechenden Station aufgeladen werden. Man wird sich also zweimal überlegen, ob und wann man schießen wird und im Generellen fährt man besser, wenn man den Kämpfen immer aus dem Weg geht. Leider kommt man manchmal auch nicht drum herum und schießt man daneben, beißt man einen Sekundenbruchteil später sofort ins Gras. Enemy Zero ist erbarmungslos und die reinste Folter. Wo wir gerade bei Folter sind. Für viele war die visuelle Präsentation damals schon so schön wie eine Prostata-Untersuchung. Allerdings hat man vielleicht ein wenig übertrieben. Die Grafik ist mit Sicherheit jetzt kein direkter Augenschmaus, aber so schlimm ist sie nun auch wieder nicht. Für ein Spiel aus dem Jahr 1996 sind die visuellen Effekte gar nicht mal so übel und das gilt vor allem für die vorgerenderten Grafiken, aus denen das Spiel fast zu 95% besteht. Die Charaktere sind jetzt zwar so geschmeidig wie Puppen, aber trotzdem sind sie gut gemacht. Wenn man durch die Flure schlendert, dann macht alles irgendwie einen unscharfen Eindruck. Die Grafiken leiden an einer eher geringen Auflösung mit sehr vielen Pixeln und bieten kaum Abwechslung. Und man wird leider durch sehr viele Flure wandern, aber trotzdem entsteht eine spannende Atmosphäre. Wobei dies wohl eher dem Sound zu verdanken ist.
Die Geräuschkulisse ist mit Sicherheit der beste Teil des gesamten Spiels und wahrscheinlich einer der besten in der gesamten Saturn-Bibliothek. Das Spiel bombardiert einen nicht mit einem lauten und pompösen Soundtrack. Vielmehr spielen sich die meisten Szenen düster und gedämpft ab. Oft ist kaum Ton zu hören, und doch ist immer eine Art akustische Präsenz vorhanden. Die Musik in Enemy Zero ist sehr zurückhaltend und unterstreicht das Gefühl der Einsamkeit, vermittelt aber auch Gefühle von Verlust, Tragödie, Verrat und gelegentlich auch direktem Terror. Im Vergleich zum Soundtrack ist die Sprachausgabe relativ schwach. I'm telling you, something is moving around this ship. Something is happening. Die englischen Stimmen sind gestelzt, haben einen seltsamen Tonfall und klingen oft zu apathisch, selbst wenn sie angeblich einen emotional turbulenten Moment durchmachen. Also, im Prinzip wie meine Stimme, aber weniger piepsig. Leider wirken die ansonsten interessanten Charaktere durch das steife Schauspiel langweilig und desinteressiert. Aber auf der anderen Seite waren solche Dinge Mitte der 90er Jahre üblich und zumindest sind Logik und Sprachausgabe einen Tick solider als zum Beispiel in Resident Evil. It's to stare your enemy in the eyes and never, ever look away. Wenn es nur um das Setting, die Grafik und den Sound ginge, wäre Enemy Zero wärmstens zu empfehlen. Die Gameplay-Mechanik ist aber komplett grausam und das merkt man auch am Speichersystem. Die gute Laura ist mit einem Diktiergerät ausgestattet, was an sich schon sehr ironisch ist, da sie doch eine eher sehr wortkarge Persönlichkeit ist. Man wird sie im ganzen Spiel nicht ein einziges Wort sprechen hören. Jedenfalls hat dieses Diktiergerät eine Reihe von Ladungen, mit denen man in bestimmten Räumen seinen Spielstand speichern kann. Spielt man den einfachen Schwierigkeitsgrad, sind es 99 Ladungen, auf Mittel und Schwer nur noch 64. Das klingt jetzt nach viel, aber das Problem ist ein anderes. Ein Safe Game frisst ganze 3 Ladungen, womit sich der Speicherplatz deutlich reduziert. Das ist aber noch nicht alles. Jedes Mal, wenn man einen Spielstand neu laden muss, weil man wieder mal ins Gras gebissen hat, wird eine Energieladung verbraucht. Und da es einige Situationen gibt, in denen man sehr oft den Löffel abgeben wird, kann man sich wohl ausmalen, was das bedeutet. Wer sich über die begrenzten Farbbänder in Resident Evil beschwert, sollte erstmal eine Runde mit Enemy Zero drehen. Zum Glück ist das Spiel schon nach wenigen Stunden zu Ende, doch dank des abgefuckten Gameplay scheint das Spiel unendlich langwierig zu sein. Und das ist wohl der Grund, warum Resident Evil ein Klassiker wurde und heute wohl kaum ein Schwein mehr über Enemy Zero spricht. In beiden Spielen gibt es ein mysteriöses Setting mit sehr vielen und sehr guten Horrorelementen. Allerdings schaffte es nur Resident Evil, diese feine Mixtur noch mit einem fesselnden Gameplay zu verknüpfen. Hier versagt Enemy Zero definitiv auf ganzer Spur. Das Setting ist interessant, die Atmosphäre dicht und stimmungsvoll und die Geräuschkulisse einfach umwerfend. Aber das schreckliche Gameplay ruiniert einfach die Stimmung. Lange, ereignislose Abschnitte der Schlüsselsuche, langweilige Labyrinthe identischer Flure und die Safe-Game-Option rauben auch noch den geduldigsten Spieler den letzten Spaß. Der audiobasierte Kampf ist zwar sicherlich einzigartig, aber nicht sehr gut implementiert und zu umständlich, um effizient eingesetzt zu werden. Es wäre interessant zu sehen, wie die allgemeinen Ideen dieses Spiels mit moderner Technologie umgesetzt werden. Aber man sollte wohl keine allzu großen Hoffnungen haben, dass jemals ein Remake erscheint. Trotzdem muss man Enemy Zero gespielt haben. Kenyo Ino war vielleicht seiner Zeit voraus, was das Sound und visuelle Design betrifft. Aber auch denn das Gameplay eher müffelt wie 3 Wochen alte Socken, muss man das Spiel wegen seiner einzigartigen Atmosphäre unbedingt ausprobieren. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.